Name ist Susanne Rudolph. Ich bin gelernte Heilerziehungspflegerin und pferdegestützte Therapeutin seit 2018. Ihr seht hier den Moritz, der begleitet mich mit in der Therapie. Er ist einer von insgesamt 5 Therapieponys oder Pferden. Wir haben vom Shetland-Pony bis zum deutschen Sportpferd mit im Einsatz, sprich von unter 1 Meter bis 1,73 Meter. Es ist für jeden was dabei. Unsere Arbeit findet hauptsächlich vom Boden aus statt. Und zwar geht es mir darum, dass der Mensch, da guckt der Moritz, seine eigene Körpersprache und seine Ressourcen wiederfindet. Die Menschen mit Beeinträchtigungen, die leben entweder in der Wohnstätte oder bei ihren Eltern zu Hause und müssen den ganzen Tag regelkonform sein. Sprich, sie lernen eigentlich nur, wie sie sich verhalten, wenn sie in Anführungsstrichen lieb sein sollen. Sie wissen aber gar nicht mehr, wie es ist, mit Konflikten umzugehen, ihre eigene Wirkungsweise, ihrer Körpersprache, wie begegne ich anderen, wie wirke ich auf andere. Ich möchte euch jetzt hier gern meine praktische Arbeit vorstellen. Hier seht ihr einmal die vegane Fingermalfarbe auf dem Pferd. Natürlich gehört auch das Duschen an heißen Tagen danach dazu oder aber auch die Stallarbeit. Eine schöne Partnerübung auf dem Pferd. Jemand führt, der andere sitzt drauf. Der Moritz, nach getaner Arbeit, darf er sich wälzen. Die schönen gemeinsamen Spaziergänge draußen. Jetzt kommt gleich ein Beispiel mit der Rollikutsche. Hier hat der Moritz das gerade gelernt und ist eine schöne Teamübung. Ein bisschen Vertrauen schenken. Und hier der Ausgleich unserer Therapiepferde. An Weihnachten folgen auch mal jetzt Beispiele vom Hausponybesuch. Es war ein sehr emotionaler Moment. Jetzt geht es wieder weiter mit Wippentraining. Frohe Weihnachten! Das ist aber lieb. Hallo. Hallo. Die Dame fährt sonst am Rollator und kann sich super gut an Poesie abstützen. Das Gefühl, die Zügel in die Hand zu nehmen, ist natürlich auch für Menschen mit Handicap sehr wichtig, gerade auch für Rollstuhlfahrer. Wieder die süße Flauschnase Moritz. Jetzt seht ihr einen Ausblick in das Ausgleichstraining. Wenn wir mobil unterwegs sind, das ist ein Bild aus Corona-Zeiten, wo wir nicht direkt in den Stall durften. Freiarbeit im Raumpen. Und jetzt lasse ich einfach mal das Video für sich sprechen. Thank you.
Hier seht ihr mich auf der Poesie, in der Ausgleichsarbeit. Der wunderschöne Ausblick auf der Weide. Übungen im Wald. Es folgt ein praktisches Beispiel. Wir finanzieren uns lediglich über Spenden und sind da natürlich auch auf Hilfe angewiesen von außen. Wir haben ein paar Partnerfirmen, die uns mit Equipment unterstützen. Unter anderem hat uns das hier Equin Microtech ermöglicht. Das ist natürlich großartig, wenn so eine neue Firma sagt, wir unterstützen euch mit Equipment und dann auch noch so grandiose Produkte auf den Markt gebracht haben. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. So, weitergehen. Ja, das will der. Und du möchtest jetzt weitergehen. Du möchtest weitergehen. So. Ganz klasse. Jetzt lässt du den Arm noch hängen. Ganz toll. Arm immer wieder hängen lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Besucht uns gerne auf dem Instagram-Profil @therapieponys oder aber, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne schreiben unter therapieponys@gmx.net. Ganz liebe Grüße, eure Susanne.